Alec Vograferiet, der Gemeinderat, hat heute verschiedene Änderungen bei der Bauordnung verabschiedet. Und eine Änderung betrifft eben die sogenannte Zweitwohnung in der Altstadt. Was ist da genau der Entscheid, der herausgekommen ist? Ja, der Stadtrat hat uns einen Vorstoss überwiesen, wo er gesagt hat, man soll schauen, dass es nicht das Airbnb in der Altstadt nicht überhand nimmt, dass wir nicht am Schluss die ganze Altstadt nur noch voll Airbnb haben und keine Leute mehr dort wohnen. Beispiel sind vielleicht so Amsterdam, Barcelona, so weit ist es noch nicht in Bern, aber präventiv soll das jetzt soll etwas vorgekehrt werden dagegen und das haben wir jetzt vorgeschlagen. Und wieso ist das aus eurer Sicht auch eher wünschenswert? Ja, also wenn wir wirklich sehr viel Airbnb-Angebot hätten, dann könnte das wirklich zu einem Verdrängen vom Wohnen führen. Das war auch die Befürchtung von dieser Stadtratsmehrheit gewesen. Und für das wollen wir jetzt ein Angebot, wo wir das Gefühl haben, das stimmt. Es ist beschränkt auf die Altstadt und es soll dazu führen, dass einfach die Wohngeschosse in der Altstadt, also in den Obergeschossen tut man ja vor allem wohnen in der unteren Altstadt, dass die nicht zweckentfremdet werden, nur noch für Airbnb-Angebot. Hat man da irgendwelche Zahlen? Also hat sich das in den letzten paar Jahren irgendwie für extrem gut verschnellert, dass eben die Zweitwohnungen so ein bisschen überhand haben genommen, die man vermietet? Oder hat man da irgendeine Basis, wo man sich jetzt darauf gestützt hat? Also das Airbnb-Angebot in Bern, wie auf der ganzen Welt, die nehmen zu. Das ist ja ein relativ frisches Phänomen. Das hat sehr stark zugenommen. Es ist jetzt noch nicht sehr besorgniserregend, so wie an anderen Orten. Eben, wie ich es gesagt habe, Barcelona ist wirklich so ein Paradebeispiel, wo man in der Altstadt wirklich Probleme hat mit dem Wohnraum. So weit ist es noch nicht in Bern. Aber was nicht ist, kann noch werden. Und darum wird jetzt präventiv etwas vorgekehrt. Genau, präventiv. Was mich noch wundern würde, vor ein paar Wochen hat man ja lesen, dass auch das Palma de Mallorca ist etwas Ähnliches quasi beschlossen worden. Also haben sie auch gesagt, die Airbnb da ein bisschen zurückdämmen. Ein Grund dort war auch der Massentourismus. Ist jetzt Stichwort Tourismus hier auf irgendeine Art, hat das auch noch geholfen oder den Entscheid beeinflusst? Ich glaube es nicht. Also wir wehren uns nicht gegen Massentourismus. Wir suchen natürlich ein gewisses Tourismussegment, das wir möchten fördern in Bern. Aber ich glaube, es richtet sich nicht gegen Touristen, sondern Touristinnen, sondern es richtet sich dagegen, dass sich alles in der Altstadt konzentriert, in der übrigen Stadt. Also wir liegen überall bei einem Prozent oder drunter mit Zweitwohnungen. Also das sind keine dramatischen Zahlen. Es hat noch genug Platz für Tourismus. Habt ihr da nicht auch Angst, dass es irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, Negativwirkung hat, wenn man irgendwie kann lesen, hey, Bern verbietet der Altstadt Airbnb, weil das ist ja eine sehr beliebte eben Reiseform. Und ihr habt gesagt, das nimmt weltweit zu. Nein, bestehende Angebote können natürlich bestehen bleiben. Dort gilt Besitzstandsgarantie. Es gibt natürlich auch die Hotellerie und man kann ausweichen eben außerhalb der Altstadt. Ich glaube, das ist eine angemessene Regelung mit Augenmess. Und demzufolge habe ich eigentlich kein Bedenken, dass das eine abschreckende Wirkung hat. Zum Schluss vielleicht noch schnell ein Auge auf die anderen Massnahmen, die ihr heute noch ergriffen habt. Es geht ja dort vor allem auch ein bisschen darum, dass man einfach auch die Altstadt auch wieder mehr beleben will, oder? Gerade auch, wenn ich an die Nutzung und Gestaltung der Laubengeschosse denke. Was ist dort so ein bisschen der Auslöser? Also, eben töten ein bisschen der Altstadt, oder was ist so der Hintergedanke? Da geht es um etwas Ähnliches. Im Moment töten es noch nicht in der Altstadt, aber es gibt ein paar Einzelbeispiele, wo die Leute, die Politik ein bisschen aufgeschreckt haben, weil sie gesagt haben, oh, wenn das nur in die Richtung geht, dann ist das nicht mehr gut für die Altstadt. Es geht darum, dass man Schaufenster will, die belebt sind, wo etwas passiert hinten dran. Wir haben früher eine Regelung in der Bauordnung, die man herausgestrichen hat und es weiss niemand mehr genau, warum. Und die tun wir jetzt wieder einfügen.